Muss es ja, Timo. Du sagst immer, bei den Thermen fliegen soll man gleichmäßig kreisen. Ja, genau. Ja. Ein Modell, das eigentlich dafür gebaut ist, als dann bist du eigentlich auf den Stern gekommen, das habe ich noch nie gesehen. Musste mal sein, wa? Der Florian ist eigentlich der ausgeglichene von Stern. Geflogen ist, also entwickelt worden für die Renault Races in den USA. Dort werden mit möglichen Flugzeugen extrem stark motorisiert werden. Bevor es dann zum Einsatz kam, können wir gleich um 15 Uhr einmal Mikado fliegen. Wunderbar. Florian Kalwitz aus Winsen. Jedes Jahr wieder mit tollen Highlights hier bei uns dabei. Wunderschönes Bild. Drei große Segler hier. Geht überflug, tief über den Platz. Wir müssen also jetzt permanent sich unterhalten und abstimmen, wer fliegt wohin, was machen wir, wer macht was. Ein kleineres Team. Normalerweise, wenn ein Segler einmal so tief ist, ist es auch bald vorbei. Aber jetzt kommt die Überraschung. Ja, jetzt schon, alle drei verfügen über ein Klapptriebwerk, Klappimpeller. Der ist jetzt zugeschaltet. Jetzt ist kein Segelflugzeug mehr. Alles an der Zeit. Immer überstanden, gemeinsam.
hat, weil aus anderthalb Jahren zu tun hat, dass wir die super Firmen für heute zum ersten Mal hier schon mit zu haben. Für den Motor. Ist der Schiff der gleich mit dem Motor auf, damit wir da länger was davon haben. Vielleicht ist erstmal eine Weile. Gebaut mit 4,10 Meter Spannweite, das Original hat verfügt nur in Anführungsstrichen über 9,80 Meter, also etwa halber Maßstab. Und gleich Daumen für eine Landung. Ein großer Applaus wert, ganz toll. Schön, wenn der wunderschöne Flieger heil auf der Erde ist. Kein heißer Ort. Von der MSC Mundo. Jawohl, und wunderschön. Durch Foto und Produktion gestellt. Kai und Heike, euer Applaus noch einmal.